Leute, et geschehen, Zeichen und Wunder. Ich habe den Timer gestellt. Gucke jetzt nach, ob's. Hä? Hä? Läuft es? Es läuft. So, Leute. Herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. Heute, also wir suchen uns jetzt eine neue Mission hier aus von irgendjemandem, der hier im Gefängnis wohnt. Ich habe vorhin, also zwischen dem euren gestrigen Part und dem heutigen Part, ja, also sind jetzt schon wieder eine halbe Stunde vergangen. Schreck mich noch mal so und ich brech dir sämtliche Knochen, du dämliche Futt. Es hat die ganze Gegend in ein gigantisches Ja, ihr labert hier alle zu viel. Muss ich euch gleich erzählen. Jo, Chefe. In den letzten 2 Tagen sind ein paar Leute verschwunden. Wir wissen nur, dass wir sie nicht im Bliss verloren haben. Es gibt Gerüchte über einen Ort, der von Faith-Jüngern geleitet wird. Einer dieser Orte, von dem man nicht zurückkehrt. Folter, Ertrinken, Opfer. Die Leute sagen, jeder, der Entschuldigung. Faith-Klein-Pilgerpfad nicht beschreitet, endet da. Ich glaube, wir haben hier ein echtes Problem und jemand muss sich das ansehen. Jemand, der zurechtkommt, falls es sich doch um mehr als nur Geschichten handeln sollte. Sei vorsichtig, Rookie. Du bist ein Hoffnungsschimmer, Deputy. Jo, danke. Gesundheit. Zumindest ein kleines Niesen. So. Ich habe ein bisschen Furcht, dass ich nicht genug Munition habe. Machen wir. Easy. LOL! Ich hab's doch verkauft, oder nicht? Oder auch nicht. Hab ich's nicht verkauft? Ah, ne, Momentos. Gefängnis. Jo, tschüss, bis dann. Ja. Ja. Hier erzählt man, Rachel Jessop hätte die Gewächshäuser schon vor einer Weile der Sekte überlassen. Sie hat Eaton's Gate wohl nicht als das erkannt, was es ist. Oder vielleicht war es ihr auch einfach egal. Die Leute meinen, dort hätten. Du redest zu viel. So. Kann man eigentlich so einen Quad nehmen? Einfach so. Nö. Die Sachen werden erst freigeschaltet. Sternenquad. Notausstieg. Alles klar. Der Name. So gut. Wohin fahren wir denn da mal rüber? Der sieht doch nett aus. Der Todeswunsch. Den fahren wir. Die Sekte auch ausgetüftelt, wie man diese ganzen Blumen Bliss verwandelt. Die Angels, die Judges, der Nebel. Das ganze Elend nahm dort seinen Anfang. Gott sei Dank hast du den Laden dich gemacht. Ja. Und zwar müssen wir dahin. Alter. Jo, bitte. So, jetzt kann ich dir in Ruhe erzählen. Ist eine halbe Stunde vergangen. Nach dem Ende und dem jetzigen Anfang. Ja, also, der letzte Folge endete. Halbe Stunde später, jetzt bin ich hier. So. Ganz lustig ist passiert. Und zwar bin ich in die Küche gegangen. Und wollte mir eigentlich ein paar, wollte mir so Kleinigkeiten noch irgendwie nehmen. Irgendwie eine Milchschnitte oder sowas. Und statt den Kühlschrank nehmen wir erst den Ofen auf. Wer kann? Wer kann? Ich sehe den nicht. Der sieht aber auch aus, der Wagen, wie Grave Digger, ne? Der Monster Truck. Klingt wie ein Helikopter. Verschwinden wir in die Berge. Auf und davon. Ist euch das auch schon mal passiert? Dann komplett. Was weiß ich, ich habe ja schon mal mir ein Eis holen wollen aus dem Gefrierfach. Was habe ich stattdessen gemacht? The Stitch. Ich habe mal erst die Besteckschublade aufgemacht. Der bescheuert. Ich habe mir dann nichts genommen, weil ich die ganze Zeit nur gedacht habe. Moin! Oh. Ja, ich soll die immer alle plündern und bla.
Hui. Oh, scheiße, das war halt ein... Ja. Ich hab gehört, Scrap Metal brauchen wir auch. Kriegen wir hin. Der ist aber noch eine Zeit lang geschoben worden. Das konnte man aber noch erkennen. Oh, es ist aber hübsch hier. Das wollte ich das letzte Mal schon wissen, was es damit auf sich hat. Erstmal brauchen wir wieder einen Partner, ne? Weil wir haben irgendwie keinen mehr. Ach, wenn wir schnell reisen, ist die dann weg. Alles klar. Verschafft dir Luftunterstützung und bringt einen Hubschrauber mit. Waffe plus großes Magazin gleich mehr Geballer. Ich hab erst Gelaber gelesen. Komm, du kleine schüchterne Ding. Haben sich ja einige gewünscht. Irgendwie die in der Luft haben noch gar keine Kills gemacht. Okay, bin unterwegs. Alles klar. Stellungswechsel. Was ist das denn hier? Ihr sollt spuken, haben die gesagt. Auf dem Weg. Alles klar. Alter. Von einem Geisterjäger. Durch einen Akt Gottes starben 16 Menschen in diesem Hotel und die wollen mir erzählen, dass es hier keinen einzigen Geist gibt. Klar, das ganze County ist etwas unheimlich. Es sogar eine durchgeknallte Sekte, die hier ein paar Geschäfte betreibt. Okay, da ist ein Fehler drin. Es sogar eine durchgeknallte Sekte, die hier ein paar Geschäfte treibt. Gibt, ne? Lustige kleine Kerlchen und Kerlinnen. Was sind Kerlinnen? Gibt's das Wort? Ja, egal. Das Hot Springs Hotel trieft geradezu vor paranormalen Aktivitäten. Das Ektoplasma manifestiert sich sogar als Nebel. Ich kann nicht glauben, dass noch keiner meiner Kollegen über diesen Ort gestolpert ist. Ich wette, ich komme damit ins Fernsehen, wenn ich die richtigen Leute anrufe. Who am I gonna call? Gar kein. Gar nix. Hört das Wort. Der Pfad nach Eden sieht all jenen offen. Steht allen jenen... Ey, was ist denn mit meinen Lesemechanics passiert? Der Pfad nach Eden steht all jenen offen, die Faith folgen und den rechten Glauben haben. Schließt euch ihrer Priesterin an. Schließt euch ihrer Priesterin an diesem Schrein an, um Josephs Wort zu hören. Gemeinsam werden wir in den Garten zurückkehren. Wir warten ihn im Kackgarten. Hab sie im Visier! Haltet die Sünder in Schach! Verstärkung ist auf dem Weg! Wo ist dein Vater jetzt, ha? Who's your daddy? Die lustige Party ist, ich sehe keinen. Oh, nee. Was? Oh, da unten sind auch noch welche. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Oder gehört. Oder gerochen. Oder geschmeckt. Ja, manchmal ist das wirklich richtig schwierig, ne?
Also manchmal, da ist auch manchmal zu viel los. Auch manchmal, wenn das so durch diese komischen Megafone die ganzen Ansagen kommen, hört man manche Sachen nicht. Ja, das werden wir noch zu Ende machen hier. Das will ich jetzt wissen. Ich habe eine Idee. Ernährungssprengstoff. Jojo. Die hat Pfeil und Bogen. Steh auf, halt's Maul. Nee, ich sehe hier gar nichts. Westen. Osten. Mach das. Ich knack dieses Schloss hier. Erreiche das Elend. Was ist denn das Elend? Ach so, das ist das da, ja. Oh. Da werden wir jetzt aber mal erst. Aber noch einige rote Punkte oben da, ne? Also viel mehr Dreiecke. Na komm, nimm's. Hooray. Ich seh sie gleich da drüben. Fahrt zur Hölle, Fickgesicht. Verdammt, Junior, nimm das Ding überhaupt auf. Was, fresh? Unterwegs. Jo, ich auch. Scheiße, Peggy's in der Nähe. Du bist tot, verdammt. Oh yeah. Oh, der ist down. Das hast du gut gemacht. Verstärkung nähert sich von Osten. Oh. Ans Leben klammern. Kommt die hier hin? Schafft sie das? Sie schafft das. Sei vorsichtig. Hier schießt irgendwas brutal auf uns. Der hat meinen Wagen! Dafür gibt's doch Maul, weil ich den jetzt gerade nicht gehört habe. Andermal. Was gibt's denn hier zu essen? Ja! Steht ein Tank irgendwo. Ich war auf unserer Höhe. Wie kannst du noch Schaden kriegen? Ist sie dumm? Willst du raus oder soll ich? Aimbot. Ich will auch raus. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, wo es hier spukt, aber alles in Ordnung. Ja. Und wieder gibt es echten Esperto-Whisky aus Tennessee. Ja, da ist eine Kennerin, Leute. Da ist eine echte. Ich hoffe, das ist ein Mädel. Das weiß man ja hier manchmal nicht. USA, USA. Ach so, jetzt hab ich... Die haben halt einfach mein Auto geklaut. Bin hinter dir. Alles klar. Gute Arbeit bei der Befreiung des Hot Springs Hotels, Rookie. Jetzt können wir das alte Gebäude als Unterschlupf nutzen, auch wenn die meisten Leute sich das zweimal überlegen werden. Manche behaupten, es wäre ein Spukhaus.
auf solchen Quatsch nicht viel gegeben. Moment, ich hab doch so einen komischen Schlüssel gekriegt. Moment, das ist ein Mate. Ein Mate. Der mich gerade überfahren hat. Bin nicht tot. Ich bin auch nicht tot. Ich bin junger Käse. Bitte. Oh Gott. Ja. Dein Vater hat dich nicht geliebt, du. Sonst würdest du hier gar nicht so eine Scheiße labern, du Bumsdole. Mir gerade alles egal. Es gab hier einen Schlüssel in einem verschlossenen Raum. Also muss es hier noch irgendwas noch geben. Oder war das, um aus dem Raum rauszukommen? Ja, mach das. Ich guck jetzt hier nochmal nach. Weil, das kann ja sein, dass das... Ja. Aber ich muss zugeben... Es ist hübsch hier. Es ist wirklich hübsch hier. Also hier konnte ich nirgendwo rein. Die Kultisten bist du erstklassig losgeworden. Vielleicht kannst du mir auch noch bei was anderem helfen. Nee, eigentlich nicht. Was haben wir denn hier noch so? Ich habe da vorne aus den Raum aufgemacht. Hier drin war ein Schlüssel. Vielleicht kann ich hier. Moment. Mal schauen. Boah. Gerade wenn man meint, es könnte nicht schlimmer kommen. Ja, sehe ich dein Gesicht. Hier, der uns helfen könnte. Du, ich glaube, das hat was damit zu tun. Ja, hoch. Ja, was war denn mit dir? Hä? Das macht hier alles keinen Sinn. Hallo, nein, hoch. Hä? Oh nein, so. Ich hab meine Eier gesehen. Ich check's nicht. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock, die ganze Zeit jetzt hier zu verplempern. Das haben wir nämlich. Schon zu viel gemacht. Dann nehmen wir die Dreckskarre hier einfach. Wie nach mir. Steig ein. Gib Gas. Halt bloß die Fresse, ich habe auf dich gewartet. Nächstes Mal kannst du laufen. Dose. Schade, dass die Spiegel nicht funktionieren. Das wäre cool. Ich hab die Musik aus, du behindert. Jupdidu. Bei Kilometerstand 210. Lag so ein Opfer, ich habe nicht gesehen, das mit Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. So Felder. Gut. So. Sie müssen sich mehr Mühe geben, wenn sie mit uns spielen wollen. Taust langsam auf, Kleine, wa? Wirst ein bisschen wuschig? Möchtest du ein bisschen mir über dein Knackli-Knack reden? Ein bisschen nur so, ne? Weißt du, wie ich meine? So. Mulle, Mulle.
ist er eigentlich mit dir hier? Einfach liegen bleiben. So, erreiche das Elend. So. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist, Mädel. Aber unser Typ ist manchmal echt ein Arschloch. Auch nicht sterben. Nicht solange ich noch hier bin. Na, wahrscheinlich doch, aber. Lol, genau jetzt geht mein Wecker. Holy Maggeron, hab ich mich erschrocken. Entschuldige. Runtergeböllert. Fuck, schnell, ich brauch Hilfe! Komme. Ich wollte nicht schwimmen. Wie bist du denn hier runtergefallen? Oh, komm, ihr Kleine. Oh, du bist aber schnell oben, du. Ich seh nichts. Ey, ich seh nichts! Komm, du willst ihn retten. Hier. Thank you.
nehmen jede Sekunde auf. Weil ich auch so weit schießen will. Soll ich zu ihr? Ne, die kommt zu uns. Hab keine Angst. Und so. Mal gucken, vielleicht haben wir doch noch irgendwo einen Überlebenden. Wer labert denn hier andauernd was vom Sterben? Kommt ihr jetzt in 10 Meter Schritten hier hingeschissen oder was? Immer ein Weg. Alter Farai Mugwalai. Ach. Da ist jemand. Hast du den Arsch gerettet, Mann? Kein Problem, gerne, Baby. Und was ist denn mit Io? Backt die da hinten fest oder soll das so sein? Sie wollte doch zu mir kommen. Ich rücke vor. Ja, ich auch. Überall diese Bliss-Scheiß-Grafik da, ey. Boah. Deswegen mache ich momentan auch nie mehr als 3 Parts. Yo, sie kann das halt schneller. Ja, bist eine Feine. Bist eine Angeberin. Wo ist denn die Alte? Wo steht sie? Ja, hat sich da... War ja echt krass. Diese Priesterin. Bleib mal stehen. Ich hab gehört, dass du Fees Priesterin getötet hast und ein paar unserer Leute retten konntest. Du hast die Kugas wieder ins Spiel gebracht. Klasse Leistung, Rookie. Klasse Leistung. Jo. Ein paar Screenshots mal machen. Lass mich dir als erster danken, Rookie. Du hast alle Vermissten aufgespürt. Irgendwie passt da, Rookie, nicht mehr. Wird mir schwerfallen, dich nicht mehr so zu nennen. Ausgezeichnete Arbeit, Deputy. Ich verziere mich auf die Eierkläne, ey. Was ist denn hier los? Die sind auf der anderen Seite. Wir können uns mal gerne haben, ne? Haben wir noch irgendwas hier in der Nähe? Sieht nicht danach aus. Aber ich glaube, wir werden uns... Hier spricht Miss Mabel. Ja, Mabel. Zu dir kommen wir nämlich jetzt als nächstes. Weil darauf habe ich Lust. Ich will wissen, wer Peaches ist. So, jetzt schwimmen wir noch darüber. Scheiße, Peggy ist in der Nähe. Ich weiß. Wow, getroffen. LOL. Bin ich gut oder bin ich gut? Ja. Ja. So, Leute. Ich verabschiede mich schon mal. Hoffe, ihr hattet Spaß. War so ein bisschen kurze Mission, aber wir werden jetzt gucken, was die Marble Mabel Mubel da hat, ne? Morgen.
Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Mein Name ist Esperdo. Aktiviert die Glocke, Abo, Like, Kommentar. Seid nicht so gemein und drückt mir mal einen Daumen rein. Ich sage tschüss, bis dann.